Allmächtiger Gott, ich bitte dich um Rat. Wen hast du auserwählt, den Platz König Sauls einzunehmen? Wieso seid ihr hier? Wegen dir, David. Der Tag, an dem Saul den Herrn abwies, war der Tag, an dem ihm das Königreich entzogen wurde. Aber Gott wählte einen anderen. Er wählte dich, David. Warum hat Gott mich auserwählt? Du bist ein Mensch, wie Gott es sich wünscht, David. Treu und ehrlich. Du wirst lernen, über dich hinauszuwachsen und Dinge tun, die unmöglich erscheinen. Schickt mir eure besten Männer zum Kampf. Besiegt mich! Und das ganze Volk der Philister wird zu euren Sklaven. Seit 40 Tagen fordert uns dieser Philister heraus. Und nicht ein Mann in meiner Armee hat den Mut, ihm gegenüberzutreten. Deine Pflicht ist es, die Schafe zu hüten. Du trägst immer diese Schleuder. Die Waffe eines Schäfers. Eine tödliche Waffe in der richtigen Hand. Die Könige von Gad werden von Goliath verteidigt. Wo ist mein Verteidiger? Ich bin euer treuer Diener. Ich werde gegen ihn antreten und kämpfen. Du kannst einen Mann wie Goliath nicht schlagen. Sein ganzes Leben ist er schon ein Krieger. Ich zweifle nicht an deinem Willen. Aber es ist Goliath. Du musst zur Vernunft kommen. Euer Herausforderer kommt. Ein Krieger ist weder sein Schwert oder sein Schild, noch ist er die Summe seiner Kraft oder seiner Ausdauer. Es ist das Herz eines Kriegers, das ihn unerschütterlich macht, das ihn mächtig macht. Wenn Gott an deiner Seite ist, kann dich niemand besiegen.